So, da sind wir schon wieder bei Let's Play Zelda Ocarina of Time Master Quest. Und wir wollten durch die Tür gehen, was wir auch tun. Jo. Und dann sind wir hier. Hier sind unsichtbare Wände. Da muss man halt durch. Oh, da. Oh. Oh. So. Ja, die Dinger hasse ich ja so ein bisschen. Von daher versuche ich den mal aus dem Weg zu gehen. Ich hoffe, das klappt. Und gehe erstmal hier rein. Ich gehe einfach im Uhrzeigersinn. Obwohl, eigentlich brauche ich nur den Masterschlüssel. Also wenn ich den irgendwo hier bekomme, wäre das schon ganz gut. Dann brauche ich den Rest nicht mehr machen. Irgendwas muss ich hier machen. Ja. Da oben ist irgendwie ein Schatten. Aber naja. Ich würde sagen, ich aktiviere einfach mal eine Bombe. Obwohl, das wird da ja wahrscheinlich nichts bringen. Na. Aktiviere die einfach mal hier. Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Man kann mich auch erschrecken. Ja, komm schon her, du kleines pädophiles Monster. Ja, komm her. Komm schon her. Du brauchst dich gar nicht erst verstecken hier. Scheiße. Ach so. Okay. So. Da kommt er schon wieder. Kleine pädophile Monster. Hallo. Ach, Wichskind hier. Nein, ich will nicht von deinem Scheißding getroffen werden. So. Und. So. Komm her. Du willst es doch auch, 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 du willst es doch auch. Ja, los, komm her. Weg war es und das wird ja wohl der Masterschlüssel gewesen sein, also ich bitte euch. Ihr... Ja. Dann eben nicht. Aber wahrscheinlich der Masterschlüssel wird das nicht in der Tür sein, die abgeschlossen war. Und den Schlüssel dafür erhalte ich wahrscheinlich in irgendeiner Tür, in der nächsten Tür. Und das war einfach nur... eine unsinnige Tür, die ich nicht betreten hätte müssen. So, das ist das Ding. Ich weiche gekonnt aus. In die nächste. Da war ich doch drin, oder ne? Ah, ne. Genau. So. Ja, das, glaube ich, kenne ich auch so von den Tempeln. Da muss man, glaube ich, eine Bombe reinwerfen. Genau. Ich glaube in allen dreien oder in einem. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube in allen dreien. Ja, das war schon mal super. Das war auch super. Also, ich bin momentan richtig gut. Muss man ja sagen. So, den habe ich getroffen. Was passiert? Der geht kaputt, genau. Da kommen Bomben raus, aber naja, ich habe hier eh unendlich Bomben. So. Was mache ich denn da? Oh, lauf weg. Ah ja, da kannst du dir auch gleich die Bomben. Oder auch nicht. Naja. Oh! Da liegt dann einfach ein Schlüssel rum. Dann werde ich auch schon den Raum verlassen. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, weiterzumachen. Eine Truhe ist da ja eh nicht, von daher. war das ja ganz gut. Oh nein. So. Dann geht's da rein. Ja, das kennt man, glaube ich, auch noch. Aus dem originalen Zelda.
Oh, besser gesagt der Ruhrversion. Da macht man dann einfach hier so. Und verbrennt diese beiden Teile. Jetzt hat man hier leider nur solche Scheiß... Ach, da ist schon der... Na, ist auch kein Loch? Nein. Der Masterschlüssel, das heißt, ich brauche da gar nicht mehr machen. Ich öffne gleich noch die kleine Truhe dort. Und dann habe ich es auch geschafft. Und dann kommt Bongo Bongo. Wahnsinn. Dann ist der Schattentempel besiegt. Und ich habe gemerkt, ich habe im anderen Teil gerade aus Versehen... Dankeschön. Im anderen Teil gerade Geistertempel gesagt. Also natürlich meine ich den Schattentempel. Eine ist weg. Die nächste. Die geben nämlich oft auch Herzen. Von daher hoffe ich einfach mal, dass die ein paar Herzen haben. Hier ist eins. Ja, leider nur eins. Okay. Da gibt es hier noch Magie. Da habe ich alles. Und damit können wir jetzt zum Endgegner gehen. Lass uns natürlich nicht die Rüstung klauen. Sondern gehen zum Endgegner, Mensch. So. Hier müsste der Ausgang sein. Bin ja einmal rumgegangen. Genau. Und juhu! Endgegner, Endgegner, Bongo, Bongo, Bongo. Ich freue mich, dass dieser scheiß Tempel jetzt besiegt ist, obwohl so schwer... Ja, so schwer war der jetzt ja nicht. Ja, ja, jetzt lacht ihr wahrscheinlich alle mit meinem Fail da im vorletzten Part. Ach, das ist ja auch relativ einfach. Kommen nicht mal Hände. Aber echt, es kam kein einziges Mal Hände. Also von den Decken. Das ist echt... schon komisch. Eigentlich ist das ja wirklich der Tempel mit vielen Händen. Aber dieses Mal kam keine einzige. Und da bin ich auch schon und ich habe... Ich habe die Skulptur dann nicht geholt, ich weiß. Tut mir leid. Keine Fee, keine... Oh mein Gott, was wollten die denn hier von mir? Hm. Brunnen ist da einmal eine Fee rausgekommen? Nein? Da kommt schon. Eine einzige, Mensch. Dann nicht. Dann mache ich es so. So, jetzt sind wir auf so einer Art Riesentrommel. Und da ist auch schon der Endgegner. Und ich werde sicherlich failen, da ich keine einzige Fee habe. Aber das ist ja so scheißegal. Ich könnte ein Safe State machen. Aber mache ich jetzt auch nicht. Dim, 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 dim. Da sind wir und ich habe Angst irgendwie gerade. Lass mich los. Lass mich los. Nein. Ja, also das wird schon nichts mehr in dem Part hier. Ach, wie unfair. Na also. So, jetzt. Besiege ihn doch an, Mensch! Ja, also das war's. Das schaffe ich nicht mehr. Na los. Oh, was? Ich hätte es geschafft, Mensch.
Jetzt stirbt Mensch! Nein! Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf die Gleitstiefel. Die Scheiße, ich hätte es geschafft. Ich hätte es geschafft. Wo sind denn die Pfeile? Da. Oh. Das war's. Mensch, ich hätte es doch geschafft, ey. Ich hätte, so schwer ist der gar nicht. Ich hätte nur genug Pfeile haben müssen. Ja. Ja. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder beim Endgegner bin. Bis gleich. Mensch. So, da sind wir wieder. Ich bin wieder da. Ich habe mir eine Fee besorgt und habe volle Energie. Fast volle Energie. Bin einmal runtergeflogen. Und ich habe mir keine Pfeile... Oh, scheiße. Ja, dann warte ich erstmal, bis ein paar Pfeile kommen. Mensch. Mario. Das kann es doch nicht sein. Ich habe mir extra Feen geholt und dann habe ich die Pfeile vergessen. Nein. Aber egal. Hole ich mir die Pfeile jetzt. Die lassen ja immer Pfeile fallen. Ja, so am besten sollte man es nicht machen. Also jetzt ist es auch Zeit, um die Pfeile fallen zu lassen. Bin ich der Meinung. Gott, warum haben wir denn keine Pfeile geholt? Scheißdreck. Jetzt kommen Pfeile. Warum nur Magie? Soll ich die Pfeile erst verschießen hier? Damit ihr mir welche bringt. Hä? Na schön. Ihr habt eure Pfeile zerschossen, ey. Kann bloß nichts gegen machen. Ich dachte, ich kann gegenschlagen. Aber ich habe ja zum Glück eine Fee. Jetzt habt ihr auch wieder Pfeile. Ich kann gerade nicht. Mach mal raus. Ah, jetzt werde ich auch noch gestört. Ah, jetzt gibt's mehr Pfeile, oder wie? Ja, ich weiß, da lagen Pfeile. Ist mir egal. Ich habe noch genau 3 Pfeile. Das passt noch genau für... Passt noch, genau. So, und jetzt stirbt, Mensch. Dann eben nicht, dann nochmal eine Runde. Ja, jetzt weich nicht andauernd aus, jetzt habe ich zu wenig Pfeile. Aber ich versuche es einfach so. Und... Naja, hätte es das früher machen sollen. Hätte es vielleicht geklappt. Kann ich die nicht mit was anderem treffen, Mensch? Nein. Brauche ich gar nicht erst ausprobieren. Oh. Mensch, 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 Mensch. Gut, dass ich eine Fee habe. Eine Fee, eine Fee, eine Fee habe. Jetzt lasst mir doch mal Pfeile da. Lasst mir doch mal Pfeile da. Komm schon, komm schon. Ja, also. Und weg ist er. Na also. Hat es also doch noch in dem Part geschafft. Nach einem Fail. Aber ich habe es geschafft. Der weite Schattentempel ist Ende.
komme ich dann auf Waldtempel. Ja, der Bongo Bongo, den soll die Arme abgeschnitten worden sein, angeblich, ich weiß nicht. Aber ich habe es immer noch so gehört, wie ich schon mal gesagt habe. Ja, den kennt man ja auch so. Den gibt es ja öfter in dieser Variante, wie zum Beispiel auch in Wind Waker. Da heißt er jedoch anders. Quartoxuma heißt er da, glaube ich. Ist aber im Grunde genommen derselbe. Ein bisschen andere Strategie, aber eigentlich derselbe. Und ich habe die zweite Herzreihe angefangen. Juhu. So, jetzt sehen wir die Weisen des Schattentempels. Wer ist es wohl? Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Es ist... Ja, man sieht's nicht. Da, Link. Bleibt noch in der Luft stecken. Kommt jetzt erst nach unten. Und da sieht man schon drunter. Es ist... Wie heißt die nochmal? Wumpa oder so. Oh Gott, ich habe vergessen, wie die hieß, ey. Du hast die Kreatur des Bösens bezwungen und den Fluch von Schattentempel genommen. Hab Dank dafür, Mario. Impa heißt sie. Denn ich bin nicht allein Prinzessin Zeldas Vertraute, sondern auch jene Weise, die über den Tempel wacht. Die Shikars waren seit Generationen die getreuen Diener des Königsgeschlechts von Hyrule. Jedoch, auf den Tag genau vor 7 Jahren griff Ganondorf das Schloss an. Nach kurzem Kampf schon ergab sich Hyrules König. Ganondorf wollte den Schlüssel zum Heiligen Reich, den bestgüteten Schatz der Königsfamilie, die Ocarina der Zeit. Meine Aufgabe war, Prinzessin Zelda zu retten und sie vor dem Zugriff Ganondorf zu bewahren. Als ich dich damals bei unserer Flucht aus dem Schloss sah, warst du nur ein kleiner Junge. Jetzt ist aus dir ein stolzer Held geworden. Wir müssen uns keine Sorgen machen, die Prinzessin ist jetzt in Sicherheit. Fürs Erste. Schon bald wirst du Prinzessin Zelda von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Sie wird dir alles erklären. Dann, wenn die 6 Weisen den Großmeister des Bösen verbannt haben und wieder Frieden in Hyrule eingekehrt ist. Gehe nun, stehe Prinzessin Zelda an meiner Stelle zur Seite und beschütze sie. Meine Kraft soll dich begleiten, ich lege sie in dieses Amulett. Natürlich. Die Amulette bringen mir ja gar nichts. Sie sind nur am Ende dafür da, um irgendwie eine scheiß Brücke herzustellen. Aber naja, hätten sie eigentlich auch behalten können, die Amulette. Gut. Aber egal. Das Amulett des Schattens. Impa gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt dir ihre Kraft. Juhu. Bitte suche die Prinzessin. Sie müsste doch wissen, wo die ist. Immer dann, wenn sie auftaucht. Damit habe ich den Schattentempel geschafft. Und ich würde sagen, hier machen wir auch einen Cut. Cut. Und, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Ciao, 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 ciao. Jetzt beende ich den Part auch. So, Ende.